Ich kann's nicht fassen, Chat. Kann das jemand klippen? Wie geht das? Ja, da steht auch schon ein richtig krasses Konzept dahinter. Jetzt eine Waffe drin ist. War echt heftig. War gut, muss ich sagen. Ja, das ist Max Laute. Sekunde. Extrem gut. Sehr gut. Also erstmal, alle Leute waren da. Das ist wie Gamescom, nur halt als viel kleiner und persönlicher. Mhm. Da kann man alle Streamer einfach so schnacken, ohne dass da jetzt 1000 Leute was wollen irgendwie. Party war immer gut am Abend. Super lustige Gruppe. Wir haben ein paar Zuschauer da, ein paar Kollegen von Miki und Huri. Die ganze Hamburger Fortnite-Crew, Dave, ich hab's Marcel, gesehen. Mickey, Hori, ist war schon sehr nice, sehr Mann. Nice. Und du besser geworden in Fortnite jetzt, oder was? Nee, schlechter. Ich wollte heute gar nicht streamen. Wir haben da jeden Tag nur wenige Stunden gepennt. Ja. Immer um 6 ins Bett. Und wir aufwachen, weil wir dann wieder los mussten und krank alles. Und die haben gesagt, ich stream heute auf keinen Fall. Ich werde heute auf keinen Fall streamen. Also Leute, unterschätzt mich mal nicht. Ich war komplett im Arsch. Ich darf kalt duschen, Kaffee reinziehen. Sitze ich hier. Na, ich werde jetzt wahrscheinlich endlos Scheiße spielen. Also könnt ihr schon mal drauf freuen, wenn ich die Highlights für YouTube zusammenschneide. Es wird grauenhaft werden. okay, aber besser als gar kein Stream, oder? Zuschauer, haut mal raus, ist das okay? Warte mal ganz kurz. Also so wie immer. Ja, so wie immer. Das kennen wir nicht anders. Wo ist der Typ? Gute Zuschauer, gut. Wo ist der Typ? Ich hatte vorhin so eine kranke Runde, Max, du kannst es nicht fassen. Ich kann's nicht fassen, Chat. Kann das jemand klippen? Wie geht das? Wie habe ich gerade hier 4 Leute geholt, die mich alle gesandwiched haben? Alter, jetzt kommt wieder die fucking Zone, das kann nicht sein. Ich hatte gerade eben eine Runde. Ich überlebe ganz, ganz knapp aus der Zone. Mit 7 HP oder so. Und ich hole alle dann wieder am Ende, bis auf einen. Der gammelt wieder irgendwo, hat 2 Siege und holt mich mit 3 Schüssen. Der hat alle in den Kopf getroffen. Muss aufpassen. Belastung, cool. Unge spielt jetzt auch vor, oder der ist noch schlechter als du. Oh, Unge. Ja, hab's gestern gesehen. Es gab noch nie ein Game wie Fortnite. Ich hab da Leute getroffen. So Gustav zum Beispiel. Ja, der hat neue Gustav Ganz neuen Kanal gemacht, wo er nur Fortnite gebracht hat. Einen Monat später eine 100.000 Abos. Ne, kenne ich ja von der. Ey, cooler Typ, war mit zusammen. Super cooler Typ. Muss man auf jeden Fall was mitmachen. Dann Papa Platte. Auch mit denen müssen wir auf jeden Fall was mitmachen. Dann Johnny getroffen. Echt, war auch da? Der war auch da. Da war da gefühlt jeden getroffen und jeder zockt irgendwie Fortnite, das gab's noch nie. Ich hab mal mega Bock, ist so ein nices Game. Ja, aber es ist schon heftig. Mich ja 100.000 geknackt, gell? Richtig geil. Ja, waren wir live, war richtig gut, hatten wir einen Grund. Weißt du, wir wollten zur Twitch-Party, All You Can Drink, immer super geile, exklusive Party mit Essen und immer alles richtig cool. Aber ja, Leute, wir brauchen noch einen Grund. Und Miki hatte so 99.000 Abos, haben noch 1.000 gefehlt. Ja. Aber hat er seine Molotov Pharmaxia-Ankündigung gemacht. Auch bei mir als so viel Bock auf so viele Projekte, die haben auch die Kapazitäten, das geht komplett durch die Decke, das geht. Oder ist es ja schon? Das ist ja noch Early Access. Das ist ja noch gar nicht. Ja, stimmt.
Ne? Und es ist jetzt schon, das wird das erfolgreichste Spiel der Welt werden. So. Habe ich gesehen, Chat? Du bist zu leise, ja. Vielleicht rede ich auch zu leise. Stimme ist auch nicht so ganz da, man grölt halt auch viel, ne? Und dann verschwindet die ein bisschen die Stimme. Wo ist der Typ hin? Auf dem Insta-Bild sahst du echt breit aus. Ich habe so viel gegessen. Wir waren nur Fast Food, so eine Scheiße. Immer wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, so. Katastrophe. Nur Fast Food. Es geht um morgens um 8 Uhr und endet nachts um 5 Uhr. Aber also ich bin begeistert von den Leuten, die da mit waren. Wir werden jetzt viel öfter mit Marcel und Dave zocken. Das war Nice. echt nice. Leute, wir können hier den Kill-Rekord machen. Das würde ich feiern. 9 Leben noch, 8 Kills. Das könnte eine dicke Runde werden, Max. Wie lange hast du noch in der Warteschleife? Ja, da oben ist 3 Minuten. Die stimmt doch irgendwie nicht. Die zeigt nach 3 Minuten, manchmal immer noch 3 Minuten an. Alle fragen Marcel Korb, wir nehmen Marcel World Best MCL, der Fortnite Streamer. Gut, den face mir nicht mehr, den Typ. Clash heute? Nee, heute nicht. Heute ganz entspannt, Leute. Machen wir nichts. Was denkst du über die neue Waffe? Ich hab sie noch nicht gesehen. Ist so eine Minigun. Ist sie geil? Die ist noch gar nicht draußen. Ja, wird die geil? Kann man Gameplay schon mal sehen? Ich habe noch kein Gameplay gesehen. Gut, hier ist auf jeden Fall jemand noch, der ist nice unterwegs. Hier schreibt ein Zuschauer, spiel doch, du Hure. Schön, so richtig ganz entspannt, Sonntagabend, 21 Uhr, alles chillig drauf. Spiel doch, du Hure, einfach. Ganz, ganz locker, haut auch raus. Aber mir auch letztens ein paar Leute, das ist keine Ahnung. Du musst so über Kommentare lachen, das ist so gut. So gut. Ich bin hier ganz schön unsafe in der Stadt. Soll jetzt hier irgendwo kommen, der Typ? De-Abo, du bringst nie Clash Royale, schreibt er hier. Ich habe so keinen Vorteil gebracht mehr in der Woche, ehrlich. Das ist auch zu viel. Jetzt mit den ganzen Turnieren, mit Balance Changes, das war zu viel. Das war, muss ich im Nachhinein auch sagen, das war zu viel Clash Royale. 2 Turniere an einem Tag. Ich habe selber nicht mal gezockt. Level 1 Account. Ein Charity Stream wollte ich auch mehr Fortnite bringen. Keine Luft wurde uns. Wenn man noch täglich Clash Fuck, Royale nervt bringt, der oder Typ. verdammt oft, aber nicht. Das war zu viel tatsächlich. Das war zu viel CR. Die letzte Woche. Haben wir. So, noch 5. Wie lange hast du noch? Ja, das passt perfekt mit deiner Wartezeit und meinem Game. 1:30. Ja, perfekt. Ich habe noch 5 Leute, also 4. Dann. Frotches, ich hoffe, du hast Hori von mir gegrüßt. Habe ich tatsächlich. Wie? Das habe ich gar nicht verstanden. Normal, ich meinte viele Grüße von Frotches und da meinte Hori, woher kennst du Frotches? Da meinte ich, weiß ja auch nicht. Verstehe ich nicht. Wie hast du mir denn geschrieben? Das war doch im Club. Wie hast du mich kontaktiert? Wie bescheuert? Das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Lief das über Bobby oder von irgendjemandem? Ah, ich hätte vorhin zielen sollen. Oh, what? Ja. Er hat sich auf jeden Fall gewundert, woher ich Forges kenne. Meine kann ich nicht. Klingt gefährlich, Chat. Spiel doch endlich mal so eine Runde, Scheiß Max. Leute, wir sind in der Warteschlange, was wollt ihr denn? So viel unentspannte Leute. Können wir die mal alle bannen? Heute mal nicht. Heute mal ganz Sutsche. Sind alle raus. Reicht auch, wenn wir heute nur 100 Zuschauer sind, ist egal. Ich will einfach nur ein bisschen daddeln mit dem Chef Strobel.
Wo schießt er sich hin? Schießt an die falsche Stelle. Boah! Leck mich! Ich bin raus. Ja, hier ist durch diese Raketen verlieren Dreh durch, Alter. Oh mein Gott! Leute, ey, deinstalliert. Für Max ist das übel komisch, was ich hier eigentlich laber, aber. Ich würde jetzt gerade wieder sehen müssen, wie ich den einen. Hast du Tanzverbot getroffen? Ja, der war da. Aber der ist nicht in die Twitch-Lounge gekommen. Der war da dreimal an den. An der Reling. Aber der kam nicht auf die Twitch-Lounge, wenn ich das richtig gesehen habe. Der hat ja noch da geredet mit dem, der zuständig war. Der ist ja nicht mehr Twitch-Partner, oder? Oder war er Twitch-Partner? Ist er gekündigt worden oder gebannt? Ich weiß es nicht. Er wurde damals gebannt, aber hat nochmal eine Chance bekommen. Er hat noch eine Chance bekommen. Ja. Und wurde nochmal gebannt. Mann, wieso treffe ich den nicht? Es sind noch zwei Stück. Ich weiß, dass ich wieder choke, Alter. Hey, hör mir zu. Ja. Der wurde gebannt, hat eine zweite Chance bekommen, wurde nochmal gebannt. Nee, ich habe ja die zweite Chance, aber vielleicht darf er deswegen nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, der ist gebannt. Ja, okay. Oh. Ich habe nicht mit ihm geredet. Nee, die Leute kennen mich auch nicht. Ich kenne auch nicht viele Leute. Einer noch, Chat? Also da waren ja allein schon, ich sag mal, 50 deutsche Streamerinnen. Echt? Ja, ich kenne ja zwei. Heiße Grills oder was? So, aber doch nicht. Das war. Keine Ahnung. Ich kann das sehr, sehr viele Leute nicht. Und ich schaue auch mal bei Twitch zu Stream. Auch so vor meinem Stream, nach meinem Stream. Waren echt viele Leute da. Könnte der letzte sein. Papa Platte, ja, Papa Platte ist cool. Also, nice. Oh mein Gott, 12 Kills, Leute. Hammer war auch, glaube ich, nicht, ja? Ich hab mein heute Nacht so richtig zerstört, Alter. Wir haben so IRL-Stream gemacht und haben 10 von unseren geilen Streams rausgesucht, Max. War zu gut, ich schwör's dir.